Hallo und willkommen zu Ark Survival Wolf mit mir, der Selina und dem Tivan. Hallo zusammen. Jo, es ist vieles passiert. Ihr seht ja schon, dass es alles ein bisschen anders aussieht. Der Tivan wird euch mal erzählen, was er gemacht hat. Tja, wie gesagt, wieder zwischen den Folgen sehr viel gebaut, viel gefarmt. Wir gucken erstmal rein, gefarmt, beziehungsweise Stein, wie gehabt, ist massig da, nachdem wir auch wieder gefarmt haben. Holz ist auch wieder massig da. Wichtig ist zum Beispiel jetzt, wartet, wo haben wir's? Hier, einmal Metallbarren, sind mittlerweile über 5000 da. Dann Kristall wurde ein bisschen gefarmt, haben wir jetzt auch über 5000, was alles schon mal sehr gut aussieht. Mittlerweile brennt auch noch sehr viel Metall durch. Wie ihr sehen könnt, hier noch über 1500 Erz in allen drei Schmelzen. Da kommt einiges zusammen. So, des Weiteren, ihr seht, hier ist komplett fertig geworden jetzt der Gang. Ja, bis hier hinten hin. Hier hinten soll dann später noch die Küche kommen. Was dann irgendwann der Plan sein wird, das erzählt die Selina ja noch. Ja, dann hier draußen hat sich einiges geändert, wo die Dinos jetzt stehen. Die Paras haben jetzt ihren eigenen kleinen Unterstand quasi bekommen hier. Ne, nochmal mit einem extra Tor, was man manuell aufmachen kann und zu. Weil mit den Paras machen wir jetzt nicht allzu viel, deswegen können wir die hier schön parken. Dann ist hier unser kleines, unsere kleine Brütstation, sage ich mal. Wir haben uns mittlerweile auch schon einen Raptor ausbrüten lassen, um zu gucken, wie das so alles vonstatten geht. Ne, wir haben ja den Echolektor jetzt, die neue Mod. Ich weiß gar nicht, kennt ihr die schon? Ich glaube nicht, das hatte ich nach der letzten Folge erst reingeholt, ne? Nee, die stand schon in der letzten Folge. Ah, stimmt, schon in der letzten Folge. Ja, da sind jetzt auch mittlerweile schon noch ein befruchtetes Arkendavis-Ei, zwei Petradon-Eier, zwei Kroko-Eier und nochmal ein Raptor-Ei. Da gucken wir, dass wir da vielleicht in einer Folge mit euch zusammen das machen. Das nächste ist, es gibt jetzt mittlerweile zwei Lystosaurus. Es gibt ja, wenn man die dann streichelt, einen XP-Boost für alles, was in der Nähe mit drumherum steht. Erkennt man dann an den gelben Pfeilen nach oben mit dem Plus in der Mitte. Dann kriegen die halt alle einen, einen kleinen XP-Boost. Hier hinten fehlen jetzt auch schon wieder ein paar Kisten. Ich habe da alles schon mal wieder ein bisschen umgeräumt. Ist irgendwie gerade wieder ein bisschen lecky. Das steht jetzt alles mit hier hinten, habe ich das hingestellt. Ob das jetzt final so ist, weiß ich noch nicht. Ich wollte einfach alles soweit erstmal hier rüber haben. Als nächstes gehen wir mal eine Etage höher. Da möchte ich euch das noch zeigen. Ich weiß nicht, die Sally, ob die da mitmacht oder wenn ihr das alles so sehen wollt, wie ich das zeige, dann bei mir. Hier mittlerweile der Raum fertig, diesen Raum wird dann die Selina irgendwann mal eventuell, wenn sie Lust hat, mit Deko-Sachen auskleiden, vielleicht irgendwie hier eine kleine Badeecke machen, ein kleines Schlafzimmer machen, wie auch immer, wie sie Lust hat. Dann hier draußen haben wir jetzt so einen kleinen Hochstand für die Vögel mit Tor. Ne? Da kann man dann rausfliegen und reinfliegen. Geht automatisch auf und zu, dass man unsere Flugsaurier parken kann. Und ja, oben noch ein bisschen ausgebaut. Da oben sind dann auch schon einmal noch Lampen dran. Und jetzt geht's aufs Dach. Auf dem Dach habe ich ja schon angefangen, ja, unseren Taubenschlag zu bauen. Sage ich mal so. Und das zeige ich euch jetzt. Nicht erschrecken. Und ja, das hat eine Menge Arbeit gemacht. So, guckt euch das Ding an. Es ist noch nicht final, so wie es eigentlich sein soll. Ich habe einfach nur mal rumprobiert, rumgetestet, ob ich das so hinkriege, wie ich das möchte. Und ja, jetzt pass auf. Jetzt fliegen wir mal oben rein. Da gibt es einmal hier diese Landeplattform. Okay, wenn er es mal machen würde. Macht er natürlich nicht. Also man kann eigentlich auf diesen Stegen da, kann man eigentlich drauf landen. Das funktioniert. Aber er macht es diesmal nicht. Diesmal macht er es nicht. Wieso nicht? Vogel, du hast keine Lust. Okay, dann fliegen wir so in das Tor rein. Gibt mehrere Kammern. So, und dann können die Vögel hier drinnen parken. So, wir gehen die Türen zu. Wir könnten eigentlich mal absteigen. So, da muss man sich hier ein bisschen ducken, damit man hier durchkommt, wenn es ginge. Also es ist halt nicht so, wie, ne, wie man sich es eigentlich vorgestellt hätte. Das Problem ist, der Vogel läuft jetzt auch nicht. So, warte mal. Ne, das will ich auch nicht. Na, jetzt wo ich es zeigen möchte in der Folge, da spackt es rum. Ja, Vorführeffekt. Ja. Oh, Vogel, ehrlich. Okay, pass auf.
So, jetzt steht er draußen. Können wir rein? Nee, der fliegt da runter, okay. Ja, jeweils, das sollen halt Boxen sein für Flug, für Vögel, die man jetzt auch nicht so großartig nutzt, ne? So, zeige ich euch das mal. Da kommt man halt hier rein, mit einem Vogel reingeflogen, kann den hier absetzen, hinstellen und dann kann man hier rausgehen. So, dann habe ich leider nach unten gebaut, einmal komplett. Ding, ding, also ich habe von unten nach oben gebaut. Und hier soll in der Mitte ja noch ein Fahrstuhl reinkommen. Da brauchen wir halt noch ein bisschen Material. Das dauert noch eine Weile. Das Ganze wird wahrscheinlich noch ein bisschen verkleidet werden. Es soll auch noch ein schönes Dach drauf kommen. Wobei mir jetzt diese Dachecken fehlen, ne? Diese Reling-Ecken. Gab's mal? Gibt's irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Beziehungsweise aus Stroh. Ich rede vom Stroh, weil ich hätte gerne ein Strohdach. Aber... Tja, ich finde das nicht mehr, keine Ahnung, ob man das rausgenommen hat. Also ich weiß, dass es das mal jemand, also als Holz gibt es noch, aber Stroh nicht, warum auch immer. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie ich das Ganze jetzt hier noch aufhübsche und wie gesagt, hier auf dieser großen Fläche, das soll ja auch noch ein bisschen anders werden. Weil ansonsten, das sieht ja ein bisschen popelig aus, dass hier so riesengroßen Kasten stehen und dann einfach hier so in der Mitte so einen runden Turm, das sieht ein bisschen verloren aus. Naja. Ja, das ist soweit jetzt erstmal zwischen den Folgen passiert und jetzt erzählt euch die Sally, was wir jetzt vorhaben. Ich hab eine Kitty Cat. Ich hab eine Kitty Cat. Ja, das haben wir ja auch noch zwischendurch geholt, stimmt. So, ich kann's vergessen. Ich habe ein bisschen gezähmt. Wir haben nochmal zwei weibliche Raptoren geholt, weswegen wir jetzt Zucht starten konnten. Und nochmal einen Säbelzahntiger, einen weiblichen. Ich habe versucht, dieses Pinguin-ähnliche Vieh zu tamen. Das hat nicht funktioniert. Dafür habe ich jetzt Greg. Also wer Dododex benutzt und Englisch kann, der weiß, wer Greg ist. Ansonsten lege ich euch sehr stark ans Herz, den Ichisaurus ist das, ne? Jedenfalls den Ichi-Vogel hier bei Dododex mal zu suchen und die Geschichte von Greg zu lesen. Und das ist jetzt unser eigener Greg. So, wir fliegen gleich los Richtung Nordosten. Richtung Nordosten. Und dort soll ganz, ganz viel schwarze Perlen und Chitin sein. Und da fliegen wir hin und machen uns nochmal eine Zwischenbasis. Der Tivan hat schon alles vorbereitet. Der hat schon einen Teleporter. Nee, habe ich nicht. Hat er nicht. Haha, fällt mir gerade auf. Scheibenkleister. Okay, wir gucken mal ganz schnell. Es ist jetzt natürlich auch dunkel. Ich sehe absolut gar nichts und es leckt auch gerade übelst. Was fehlt Foundations. Denn? Foundations. Achso, ja, das ist ja kein Problem. Die kannst du ja drüben auch bauen. Das nee, ich habe glaube noch welche. Ich brauche nur welche schnell holen. Achso, wir fliegen jetzt nochmal schnell mit dem Vogel. Ich fliege auch mit dem Vogel unten rein, dass ich gleich durch die Tür kann hier. Oh, das leckt gerade so extrem. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, das war die ganze Zeit nicht so. So, 11 Foundations sollte reichen. Als würde jemand was hochladen. Ja, dann dürfte ich aber keine Probleme haben. Nee. Oder doch? Doch, warte mal. Stimmt, du hast eine andere Internetleitung als ich, oder? Du bist doof. Wie sie mich schon wieder mobbt. Was? Na, hallo, ich stelle nur Fragen, okay? Aber okay, ja, die Sally lädt, Selina lädt ja nebenbei gerade ein bisschen was hoch, habe ich ja ganz vergessen. Weil wir kommen einfach nicht hinterher mit diesen Uploads, ne? Dadurch, dass wir nur einen 8K-Upload haben und unser Internetanbieter sich ja weigert uns einen... Oder hören ist, also ist es ganz schlimm? Weil ich finde es jetzt nicht so. Also es geht, es geht. Ich habe nicht es das Gefühl, halt, dass es halt irgendwie so richtig krank laggy ist. Also wenn es richtig schlimm wird, dann würde ich was sagen, aber es geht noch. Ja, aber wenn es auch nur ein bisschen laggt, ich meine, ich kann es ja anhalten. Und wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich daran liegt oder ob einfach... Ja, oder vielleicht irgendwie... Gestern bin ich zum Beispiel einfach vom Server geflogen. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Ja, da sind wir beide. Da hatten die wahrscheinlich irgendein Problem, wo der Server steht. Weil ich denke mal, der war auch offline dann auf einmal und ja, er ging ewig nicht hoch. So, ich habe jetzt ein paar Foundations mit. Also wir könnten dann Foundations und Teleporter setzen, den Rest können wir dann später machen. So, dass wir jetzt einfach erstmal loskommen und ich muss erstmal was trinken und was essen. Ja, die Sally hat es ja schon gesagt, wir fliegen jetzt zu irgendeinem schönen Kreatin-Spot. Kreatin-Chitin-Loot-Spot mit schwarzen Perlen da, keine Ahnung.
Und das ist ja halt das nächste, was wir brauchen. So, wir setzen uns nämlich dort einen Teleporter hin und holen die Katzen hinterher. Die holen nämlich richtig schön viel Chitin ja, raus. Genau. Und Greg kommt natürlich mit. Er ist meine persönliche Luftdefense. Wie waren das gewesen? Mit den Sabertooth. Der kam uns doch. Was hatten wir nie tamed gehabt? Den Ankylo, ne? Wir hatten den Ankylo uns tamen wollt und auf einmal kam der Sabertooth und ich wollte ihn eigentlich erschießen. Hatte aber einen Betäubungsfall und da ist er gleich umgefallen. Da habe ich gesagt, naja, können wir gleich mit tamen. Und so kam ich halt an meinen. Weiverin. Gut, egal. Oh, siehst du, ich hab. Nein, das war schon vorletzte. Also, Schatzi, als wir Montag aufgenommen haben, haben wir das schon erzählt. Da war der schon da. Meine Kittikat habe ich bekommen, nachdem ich versucht habe, im also Norden. Montag, also gestern hatten wir, vorgestern hatten wir gar nicht aufgenommen. Weil ich war. Ja, Montag. Ich war nicht da. Wir haben Montag aufgenommen. Haben wir am Montag aufgenommen? Ja, wir sind ja auch dabei, gerade ein bisschen vorzuproduzieren, wie gesagt, mit den Uploads, dass wir da ein bisschen hinterherkommen. Die Sache ist, ja, deswegen wir fahren gibt im August weg, deswegen wollen wir halt schon so ein kleines Pufferchen haben. Beziehungsweise haben wir auch durch Corona gemerkt, dass wenn irgendwas passiert, wir halt einfach komplett. Ja, ne? Komplett ohne was da steht. So. Ah, deswegen ist es bei mir auf dem Kanal jetzt momentan so, dass erstmal nur Ark kommt. Weil, wenn ich jetzt noch ein anderes Projekt weitermachen würde, was ich auch gerne irgendwann machen möchte, ja, dann würden wir ja komplett gar nicht mehr hinterherkommen. Warte. Ich müsste mal Pause machen. Wir sind falsch. So, wir müssen. Hä, hey, Nordosten? Ja, ich. Doch, wieso sind wir nicht in den Nordosten? Wieso sind wir einfach nur in den Osten? Ich setz mich mal hier rein. Nordosten. Dahin müssen wir. Ja. Hä? Müssen wir dahin, ja? Ja, wir müssen dahin. Die siehst du auch aus der Ferne schon. Die fliegenden Inseln. Okay. Oder siehst du das nicht? Da ist auch noch ein irgendwelche komplett ausgedörrtes Gebiet. Das sieht auch richtig krass aus. Ach doch, hinter dem Vulkan dann, ne? Genau. Hinter dem Vulkan. Ach du Scheiße. Okay. Mhm. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen was von der Map sehen, ne? Ja, das ist ganz, ganz ehrlich. Wir können viele Sachen, können wir ja was? Einfach zwischen den Folgen machen. Ihr merkt waren ja schon, wir da schon bei mir? Dass wir versuchen, oder was, ja, dass wir halt versuchen, viel auf Abenteuer zu gehen, beziehungsweise mehr auf Abenteuer zu gehen in den Let's Plays und dann zwischen den Folgen halt auch mal was zu bauen. Ihr dürft uns sehr, sehr gerne eure Meinung mitteilen, wie ihr das seht, wie ihr das gerne hättet und ja. Ich würde sagen, wir nehmen das Rote mit auf den Weg und biegen dann ab. Okay, sie möchte runter. Der kommt doch gerade runter, ne? Ja. Aber das ist schon wieder Nähe Wüste, ne? Nein. Doch, das ist der Wüstenspot da, wo das Rote ist. Da fängt die Wüste an. Siehst du daran den Palmen und so. Mal sehen, ob ich bis hinkomme. Die Wüste, in der wir waren, war, glaube ich, in der andere Richtung. Ja, die ist ein bisschen weiter rechts noch, vom Roten. Aber das hier ist der Anfang von der Wüste. Die Wüste ist ja auch ein großes Biom. So wie alle anderen eigentlich auch. Oh, da unten, was sind das? Zwei Kornos. Alpha. Ach du Scheiße. Ja, da sollten wir vielleicht nicht hin. Ja, stimmt, da unten ist diese Wüste. Da hinten, was ist das? Also das ist wieder so ein. Das ist so ein Ichi. 46er hier. Wir sind halt auch komplett. Im Südwesten. Ich muss mal gucken, verfolgt er mich? Oh Schatzi, das ist nur ein C4-Fernzünder. Müssen wir den jetzt unbedingt holen? Nee, nicht unbedingt. Gut, dann lass uns weiterfliegen. Okay. Da fliegen wir weiter. Weil, wie gesagt, jetzt mitten im Wasser zu landen, abzusteigen, es aufzuheben und es, wie gesagt, es ist halt nur ein C4-Fernzünder. Ja. Ausdauer geht langsam runter. Dann lass uns einfach da vorne, wo das Weiße ist, da mal Pause machen. Also, so weit wäre ich wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ja, also ich würde jetzt. Dann lass hier uns hier rechts. Ja. Was haben wir da? Ein Gallium. Okay, oder? Ich versuche hier vorne auf die Plattform, wo die Akazien stehen. Genau. Fliegst du auch schon drauf zu? Ja. Ich habe eine Anhöhe gesehen und habe mir gedacht, oh, Pause. Oh, guck mal, da ist Seide. Hä? Hey? Lumantria ist da. Lumantria. Oh. So, ey, möchte ich auch noch haben. Ein Schmetterling.
Ja, mein Känguru konnte ich mir immer noch nicht zähmen. Oder hinten ist ein Raptor. Aber dafür haben wir jetzt einen. 74er. Schatzi, wie hießen die? Ja, keine Ahnung. Können wir weiterfliegen? Weil da ist ein 74er Raptor. Na, was ich mitgebracht habe, wo wir zu zweit draufsitzen können. Ach, einen Tapejara. Genau. Hier, der Diplo. Den Diplo, den brauchen wir. Weißt du warum? Die sind richtig geil. Ehrlich, die sind richtig geil. Wenn du auf den reitest, ja, geht dir der Sauerstoff unter Wasser nicht aus. Oh, krass. Geil. Und wenn du von denen absteigst und dein Ganzes zu seinem Mund gehen und der gibt dir dann Sauerstoff. Aha. So einer ist das also hier. Genau. Also ja, ich habe vergessen zu checken, die Zunge in den Hals, natürlich. Also ich glaube jedenfalls, dass es die sind. Weil ich habe das mal im Dododex gelesen, wofür die gut sein sollen. Und das war die Antwort. Alter Falter, ey. Also ja, und weißt du noch damals, als ich dir gesagt habe, der lila Stern heißt Norden? Das ist aber Blödsinn. Der lila Stern ist dieser Loot, der runterfällt. So wie da okay. Vorne gelber Loot, siehst du? Sieht aus wie ein hier gelber ist Stern. Und der geht halt auf den Boden und dann taucht der Strich auf. Für alle, die das vielleicht in die Kommentare geschrieben haben, ja, es tut mir leid. 71er Silber. Warte, was hat irgendwas mal gemacht? Weißt du, was ich nicht so ein bisschen verstehe? Ich weiß nicht, an was das liegt, aber irgendwie haben die ganzen Saurier nicht so ein hohes Level, wie man sich es vielleicht wünscht. Also mal so ein 150er Sabertooth oder so, habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, gut, kannst du aber alles züchten, rein theoretisch. Ah, Lederhelm, komplette Lederausrüstung brauchen wir jetzt auch nicht. Da vorne beim Wasserfall machen wir wieder Pause. Ja, wäre und, nötig. Oh, das ist ja ein schöner Wasserfall. Guckt euch das an, Leute. Ja. Sieht das nicht geil aus, dieser Spot? Geil. Geil, geil, geil. Ich kann nicht sprechen. Oh, nee, das ist nice. Nein, 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 Vogel. Nein, nein. Ja, na, ist doch super. Mensch. Ja, gleich mal Füße perfekt waschen. Perfekt gelandet. Gleich mal genau. Füße waschen. Gleich Füße waschen. Oh, ich habe so einen Schiss, dass wenn ich gleich losfliege, er irgendwie zu viel Wasser. Okay. Oh, guck mal, gleich Popo waschen. Das, du ja, bist ein sauberer. Siehst du? Stuben rein. Perfekt. Stuben rein. Stuben rein. Wollen wir weiter? Mhm. So schön den Wasserfall hoch. Oh, ist das schön. Und auch noch mit den Kristallen, die hier so her. Ich würde sagen, ausragen. Wir fliegen auch an dem Spot vorbei, an dem ich dir gerne zeigen würde, wo wir einen Spino fangen werden. Ein was? Ein Spino? Ja. Ach du Scheiße. Ich habe tatsächlich schon fast einen. Eine gehabt. Okay. Ah, leider hatte ich nichts gehabt, um sie zuzubauen, weswegen sie dann geflohen ist. Oh, dann 82er Argentavis. Mhm. Dem sollten wir vielleicht nicht in die Arme springen. So. Und ich habe gesehen, dass Basilisken, ja, ist mir auch wieder aus. Balliste und Basilisk sind zwei verschiedene Dinge. Wieso fliegst du ich, so ich tief? Ich finde es seltsam, ja, weil wir langsam der Stelle näher kommen, die ich meinte. Ich finde es so seltsam, dass wirklich niemand mich da verbessert hat in den Kommentaren. Dass mich niemand geflamed hat in den Kommentaren. Oh, mir ist extrem heiß, Schatz. Ja, mir das auch. Heißt, ich verliere Leben. Hä? Wieso verlierst du Leben? Ich verliere schon kein Leben. Ja, dann drück mal I und guck mal auf dein Leben. Das geht langsam runter dadurch. Ja, aber... Ja, das ist wegen dem Vulkan. Ja. Hier, ist das schon das mit dem Spinus? Nee, Morelon? Ja, wir kommen der Sache näher. Wir werden auf jeden Fall... Warte, jetzt hab ich die Karte weggepackt. Wir werden auf jeden Fall sterben. So, wir müssen aber da lang. Da den an dem großen Berg vorbei. Fliegt schon wieder ganz woanders lang. Nö. An dem großen Berg vorbei. Ist das nicht der Vulkan? Ja. Der ist weil aber. Weil meine Ausdauer ist gleich schon wieder weg. Ja, meine auch. Wir können uns hier oben auf den Berg setzen. So, und zwar habe ich tatsächlich eine Stelle gefunden, wo anscheinend ein Spawn ist. Von ein Spinus. Spawn, wow. Und da ist so eine kleine Anhöhe, auf die der Spino nicht draufkommt. Und ich stand mit dem Vogel oben drauf,
habe den Spino angeschossen und er kam nicht hoch zu mir. Das heißt, ich war da sicher und konnte den schön... Das Problem war, dass er ab einem bestimmten Taubheitsgefühl... nein, also ab einem bestimmten... Ist er dann, wollte er dann weg von mir. So. Ah, Schatz, ich vergesse mal, ich habe ja eine höhere Resistenz als du, deswegen verlierst du wahrscheinlich mehr Leben als ich. Mhm. Wobei, kann auch sein, dass du mittlerweile nicht mehr. Okay, jetzt geht's wieder. Das ist jetzt nicht mal diese komplette Flamme, ist jetzt nur die kleine, da geht das. Oh, ist das hier eine Höhle? Es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Schatz, sie nicht ablenken, lass nicht reinfliegen. Lass uns lieber jetzt zu den Spot fliegen. Bitte. Das ist eine Höhle, Schatz. Ah, nee, das ist nur ein Dings. Kannst du Sachen. Ja. Kannst du Obsidian und so. Mehr ist hier nicht. Okay. Hier ist auch irgendwie nichts Böses. Ja, ja, ja. Kommst du wieder zurück? Wieder raus? Ja. Bitte? Ja. Boah, hier wohnen. Ja, wir hätten die Wüstenkleidung für sowas mitnehmen sollen. Okay. Ich habe die Wüstenkleidung an. Und hier ist heiß. Ich bin hochgeflogen. Hoch. Wir sind so hochgeflogen. Doch der Berg war besetzt. Okay, hier fließt ein bisschen Lava. Hä, mir war doch letztes Mal nicht so heiß. Ach, das ist wahrscheinlich wegen dem, naja. So, und hier entlang einfach immer geradeaus. Der ist auch nochmal. Da ist ein Schäfchen. Schatzi, bitte nicht ablenken lassen. Lass uns jetzt dahin fliegen. Nein, das ist ein Einhorn. Oh mein Gott, mit Möhren. Und du musst das dann reiten. Und jedes Mal, wenn es denn ausschlägt, musst du wieder füttern. Du, das kann ich. Was? Musst du die auf die Null legen, dann, die Möhren? Ich habe leider keine Möhrchen dabei. Oh, da ist ein Tropeo. Bronto? Oh, ein Bronto müssen wir uns auch mal holen. Nee, ein Proteo. Ja, ja, und einen Brontosaurus. So einen schön großen Langhals. Ja, guck mal, hier ist schön viel Lava. Da ist ein Raptor, oder? Nee, Gallimius. Alter Falter. Oh, jetzt ist mir nicht mehr heiß. Ja, hier ist ja auch pure Lava. Warte, hab ich das? Ja, da ist ein Wyvern. Wo? Da, Ember Crystal Wyvern. 24er. Okay. Links von dir. Was ist das hier? Mushups. Ich sehe da keinen, also nicht, dass da irgendwie. Der war, ja, den siehst du jetzt nicht. Der ist ein bisschen versteckt gewesen. Okay. Da hinten ist er. Ja, dann ist das hier die Stelle, wo die Spinos sind. Ember Crystal Wyvern 24. Ah, oh, so ein Wyvern. Leute, da werden wir auch noch alles machen. Mit euch zusammen. Wie gesagt, deswegen fahren wir und bauen halt so ein bisschen zwischen den Folgen und zeigen euch dann, was passiert ist. Und mit euch zusammen machen wir dann überwiegend so eine schöne... in der Weltgeschichte herum. Genau. Map erkunden, aufdecken. Ja, so ein bisschen... Da ist, glaube ich, ein... Nee, das sind Basilisken. Oh, die Basilisken. Oder es sind wirklich so Schießviecher. Ich weiß es nicht. Oder die Dings hieß anders. Könnten wir jetzt einfach bitte zu diesem Spot fliegen? Ja. Tun wir doch. Man kann doch beides haben. Ja, ich habe Angst. Ich will die Vogel nicht verlieren. Ach Mist, ich habe mir immer noch den Dings nicht hergestellt. Also es gibt eine Titanosaurus. Ach du Scheiße. Oh, da ist was Rotes. 26.000,5 Turbo braucht der. Ach du Scheiße. Schatz, das ist so ein Titanosaurus, auf den du eine Plattform setzen kannst. Ich weiß, Schatz. Ich habe das, also ich habe ein Video gesehen, wo Wahnsinn. Mehrere... Was? Da hinten wäre ein roter Loot. Ich fliege jetzt weiter zu den fliegenden Bergen. Da ist ein Petradon, ein grüner Petradon Sattel. Ja, braucht man nicht. Okay. Lass uns mal auf dieser ganz kleinen Plattform landen. Und dann, ich lande jetzt hier oben, wo der Baum draufsteht, auf der Plattform. Okay. Ich bin schon an den fliegenden Bergen jetzt hier. Ja. Puh. Perfekt. Ich weiß nicht, wo du bist.
Wir haben es, glaube ich, schon wieder verloren. Es geht ja hier auch sehr schnell. Nö, du bist mir einfach nicht nach. Da hat mich was angegriffen. Naja, du bist mir auch nicht nach. Oh, Schatz, ich sterbe. Was? Ja, ich falle runter. Wie hast du das geschafft? Da hat mich irgendwas vom Vogel gerissen. Und wo ist der Vogel? Ich hab doch gesagt. Ja, weiß ich nicht, das war ein kleines Scheißvieh. Mann, fuck. Kannst du meinen Vogel nehmen? Wenn ich wüsste, wo der ist. Ich sag's so, lass uns doch einfach. Egal. Ich wollte. Wer von uns beiden. Ja, wer von uns beiden ist gestorben? Da unten ist ein Vogel. Ich frag mich halt, was es war. Du müsstest meine Leiche, ne? Müsstest du am besten lootest du alles, packst alles in meinen Vogel und setzt irgendwo den Teleporter hin. Ja, du sagst es so einfach, wenn ich jetzt hierher komme und auch umgebracht werde. Es ging ja auch relativ schnell bei dir. Ich bin komplett runtergefallen, runter unter den Bergen. Hier ist Wasser. Deswegen sage ich immer, lasst uns schnell zu den Spot, damit wir einen Teleporter haben, damit wir da schnell wieder hinkommen. Und jetzt stehe ich hier zu Hause, ohne meine Sachen, ohne irgendwas. Du kannst da zu Hause auch stehen bleiben, weil du hast den Teleporter ja dabei. Nein, den hat der Vogel drin. Ah, den hat der Vogel, noch besser. Deinen Vogel habe ich schon. Ja, wenn ich es dabei gehabt hätte, dann wäre es jetzt in meiner Leiche, du Nudel. Ja, ich weiß. Deine Leiche holst du dann selber, okay? Ist ja eine Stunde da, weil dann fliege ich zum Spot. Deinen Vogel habe ich auch voll. Ich fliege zum Spot. Okay. Und was hat dich denn angegriffen? Irgendein kleines Vieh. Weißt du, hier, die du hier hast, diese Dreiergruppe, die Fireflies. Wieso haben die dich angegriffen? Da hat mich einer angegriffen wahrscheinlich. Hä, aber die greifen nicht an, die sind nicht aggressiv. Ja, sag denen das mal. Ich hab's nicht richtig gesehen. Du bist doch zu Hause, sag du es ihnen. Der hat mir ja dann auch mich vom Vogel gerissen und ich war bewusstlos quasi. Hä? Nee, das machen die. Bist du da gelandet? Ich bin auf der Plattform gelandet, ja. Okay. Kann es sein, dass es vielleicht was anderes war? Keine Ahnung, ich hab's nicht richtig gesehen. Okay. Es sah so aus wie so ein Firefly, sagen wir es mal so. Also, deine Beschriftung Firefly, ich weiß nicht, wie die heißt. Es war sowas Kleines. Und das war auf einmal rot. Und hat mich angegriffen. Okay. Also die werden halt auch einfach nicht so. Also nicht einfach so böse. Ich guck mal, ob hier so ein Spot ist. Einmal den Tod mit Iwan. Ja. Muss man ein bisschen. Ich hoffe, du bist ja nicht allzu weit weg von meiner Leiche. Ja, doch, es geht. Hier sind auch diese Ichis. Also ich hab einen sehr schönen Spot gehabt. Ich weiß halt nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Du brauchst ja nur den Teleporter erstmal setzen, damit ich zurückkomme, damit ich meinen Vogel nehmen kann und meine Sachen holen kann. Ja, da hast du recht. Dann setze ich ihn erstmal hier hin. Weil hier ist sicher und hier ist noch nicht so weit weg. Und, okay, perfekt. Ich würde dann halt mit dir fliegen. Okay. Du solltest vielleicht. Ich kann ja den Teleporter dann auch gleich wieder aufnehmen. Sollte ich wieder sterben, ich packe ihn gleich wieder im Vogel. Oh Mann. Ein Vogel ja, ich ist nicht. Ich glaube, du brauchst kein Fundament setzen für den Teleporter. Nee, brauchst du nicht. Hattest du das schon mal ausprobiert? Ja. Dein Vogel ist ungehorsam. Nein, ist er nicht. Ach so. Auf mich hört er. Alles gut. Nein, es war nicht ungehorsam. Er ist halt nur meinem Vogel gefolgt und nicht mir. Weil ich auf dem Vogel saß ja, und. Ja, das stimmt. Ich hab zum Beispiel auch schon. Immer Stimulanzien dabei. Also Teleporter steht. Der hat keinen Namen, das ist ja nicht schlimm, oder? Nö, müsste ich ja so sehen. Ja. Awesome Teleporter ist das dann, der normale. Ich komme. Oh Gott. Wie viel Moment, dass ich gleich wieder tot bin? Ach, du bist nicht tot. Okay, so, nachdem jetzt bin ich das Spiel eingefroren. Sehr schön. Okay, jetzt geht's weiter. So, da Tivan jetzt hier in Sicherheit angekommen ist, wir werden dann in nächster Folge seine Sachen looten und uns einen schönen Platz hier suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und
Bis zur nächsten Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Hey, ciao. super, dass du bis zum Ende geguckt hast. Das freut mich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und abonniere den Kanal, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Ansonsten geht es hier zu der Folge von Tivan und hier zu einem anderen Projekt von mir, das dir sicherlich auch gefallen wird.